Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2016. Wir haben schon gepackt und es geht heute nach Glasgow. Please help me, I'm falling. Langsam nähern wir uns dem Hadrian II, dem Ende des Römischen Reiches im Norden. Auf Befehl von Kaiser Hadrian begann 120 nach Christus der Bau eines 117 Kilometer langen Walls quer durch Nordirland zur Verteidigung der Nordgrenze der britischen Provinz und Nordwestgrenze des Römischen Reiches. Die Truppen waren in Kastellen entlang dem Wall stationiert. Große Geschütztürme, später Forts, wurden in Abständen von 8 Kilometern gebaut. 383 wurde der Wall beim Zerfall des Römischen Reiches aufgegeben. Kaiser Hadrian lebte von 76 bis 138 nach Christus und kam im Jahr 120 nach Britannien. Scotland, for me.
hier war einmal ein römisches Lagerhaus. So eine schöne Aussicht hatten einmal die, die hier stationiert waren. Das ist das, der Rest des berühmten Hadrianwalls, der die Nordgrenze des Römischen Reiches bildete. Wir sind im Innern des Kastells bei den Soldatenunterkünften und was wir hier sehen, ist ein Turm. Was wir hier sehen, dürfte einer der Durchgänge gewesen sein, bei denen die Römer Kontrollen des Warenverkehrs durchführten. So sah einst das Osttor hier aus. Was wir hier sehen, sind die Überreste des Hauptquartiers, das Principia. Hier sehen wir nochmal das Vor, wie es früher ausgeschaut hat. Rechts oben diese Mauer haben wir gesehen.
Mit diesem Blick zurück verabschieden wir uns vom Hadrian II. Ganz oben, da stand einmal dieses Kastell. Trauungen am laufenden Band. Die alte Schmiede. Das die Kinderpflege von A bis Z durch. Wir kommen jetzt nach Stirling. Das, was wir vorhin gesehen haben, der Turm ist ein Monument für Edgar Wallace, diesen tollen Helden aus dem Film Braveheart. Nochmal das Denkmal von Bruce Williams. Ein kleiner Spaziergang vom Campingplatz führt uns zu dieser tollen Friedhof. Er besteht wohl schon längere Zeit. Die Kirche besteht seit 1800 ein paar zerquetschte. Und seit 1380 ist in der Nähe eine Kirche gebaut worden. Das ist ja wohl ein bisschen besser, kann man dran, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Thank you.
Heute ist Freitag, der 22. Juli 2016. Es gießt. Das Frühstück ist etwas ungemütlich. Noch ein kleiner Blick zurück und dann geht es weiter. Ein schöner Campingplatz war das. Heute geht es nach Glasgow. In Glasgow besuchen wir zuerst die Kathedrale. Die Kirche ist gotisch, ist die einzige mittelalterliche Kirche in Schottland und aus dem 13. Jahrhundert. Das war nicht der Erfinder der Dampfmaschine, wie man immer sagt, aber er hat die Dampfmaschine unwahrscheinlich verbessert. Das ist eben ein Stil, der, in dem auch die georgianische Stil, der Klassik, der griechischen und römischen Klassik wieder belebt worden sind. Alle Probleme geachtet und haben dann Plätze gestaltet, die ein Verwaltungsgebäude. Ein Denkmal an den Ersten Weltkrieg. Die britischen Streitkräfte suchen Nachwuchs. Einsatzpackungen und Übernachtungen für die Streitkräfte. Das kommt mir alles bekannt vor. Ein Spähwagen. James Watt, der Erfinder der Dampfmaschine. Vor der Gallery of Modern Art steht Wellington. Wir sind jetzt in der Kathedrale. Hier geht's zur unterirdischen Kirche. Überall sind hier Erinnerungstafeln an gefallene Soldaten angebracht. Ob in China, Indien oder hier an der Aisse in Frankreich. Fahnen und Erinnerungen von schottischen Regimentern überall in der Kirche. Große Armut ist hier in Glasgow. Bei der River Clyde. Diese Flüsse hier, die sind alle recht kurz in Schottland. Der steigt. Und weiter geht's. Wir fahren jetzt zu den Lochs. Wir sind jetzt beim Loch Lomond. As the jam.
see. Darling, this could be goodbye forevermore. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only Das war dann doch auch Arbe geschrieben. Das ist der E-Type, Abfluss von dem Loch. Also wir kommen nach oben. Und hier der Hafen, da ist schon der Zugang zum Meer, deswegen die großen Schiffe. Das ist Loch Lenni. Also hier ist viel Fischerei entlang der Küste. Was es da hier gibt. Wir sind also jetzt in Oban. Anstatt Fisch und Chips gibt es heute mal Subway am Hafen von Oban. Es ist Ebbe. And I'm off to Lichten Barn at the end of the year. I'm up with a bitter crack, the women and the beer. I'm off to Lichten for a man of good day. Catch me if you can, my name is Dan, sure I'm your man. I've got a brother, he's in the garden. Von Stirling sind wir über Glasgow nach Oban gefahren, durch die Highlands. Mit den vielen Loches. Von Oban aus kann man jetzt eine Fährverbindung nehmen nach Glasgow oder zu den Inseln hier in der Nähe. I used to take comfort from long before I met you. I caught a spark from her eye, a forgotten desire. Like a word of a touch, I could have rekindled that fire. But old flames can't hold a candle to you. No one can light up the night like you do. Flickering embers of love have no one or two. Das würde die Grünen freuen. Man konnte auch die Distillerie besuchen, aber wir haben es vorgezogen, einen kleinen Stadtbummel zu machen. Von Stirling sind wir nach Glasgow gefahren und dann nach Norden. Über die Loch. I was just saying.
bis nach Oberen. Wir fahren jetzt von oben nach dem Campingplatz. Ganz in der Nähe von Obern haben wir wieder einen tollen Campingplatz. Es wird gekocht. Wir machen noch einen kleinen Abendspaziergang. Nochmal ein kleiner Blick über den Campingplatz und dann dürfte der Tag heute auch gelaufen sein. Heute ist Samstag, der 23. Juli 2016. Von Obern fahren wir ab nach Inverness. Wir fahren vom Campingplatz ab und haben noch mal eine schöne Aussicht auf das Meer. Ja, das ist ja ordentlich schön. Auf Obern, treiben wir aus dazu und rüber auf die Inseln. Was ist die Insel? Mal, ja. Mal. Und ja, und dann werden wir weiterfahren an den Lochs entlang, so am berühmten Loch Ness auch vorbei. Es sieht aus wie alle anderen Lochs. Und deswegen haben wir gedacht, ja, das, der kommt aus. Ja, das ist wieder das Loch Lini, an dem wir entlang fahren, also ein ganz, ganz großer Fjord, der sich weit ins Inland zieht. Noch mal ein kleiner Fotostopp. Ein Hotel am Straßenrand. Das muss einmal ein altes Palais gewesen sein. Das kleine Hafenstädtchen Fort Williams. Wir sind jetzt am Kaledonischen Kanal, das ist ein Schleusensystem. Hier werden 20 Meter Höhenunterschied mit 8 Schleusen überwunden. Die Schleuse wird geöffnet. Um einen Höhenunterschied von 20 Meter zu überwinden, werden rund 90 Minuten gebraucht. Es geht jetzt in die schottischen Highlands. Sometimes at night I think of the lovers I've known, and I remember how holding them helped me not feel so alone. Then I feel you beside me, and even my memories are gone, like stars in the night, lost in the sweet light of dawn.
Wir sind jetzt in Fort Augustus, dem Beginn des Loch Ness. Am Anfang des Loch Ness. Hier gibt es wieder 5 Schleusen. Bis Schottland hat sich herumgesprochen. Photoshop. Und weiter geht's. So, hier ist eine Ausstellung über Kuriositäten des Loch Ness. Und hier ist der Tauchanzug. Ja. Mit diesem Tauchanzug wurde nach Nessie gesucht. Mit diesem U-Boot wurde nach Nessie gesucht. Die Kuriositätenschau kostet auch wieder 7,95 €. Naja, stattdessen machen wir einen kleinen Spaziergang. Nach dieser Begegnung mit Nessie fahren wir weiter am Loch Ness. Wir sind jetzt bereits im Inverness. Schlachtfeld. Inverness. Am 16. April 1746 kämpften hier die Schotten zum letzten Mal gegen die Engländer für die Befreiung Schottlands. Der englische Heerführer war William August Herzog von Cumberland, der jüngste Sohn Georgs II. Von England. Die Schotten konnten nur 5000 Mann aufstellen, die zudem noch erschöpft waren. Die Engländer hatten 9000, die in allen Belangen den schottischen Streitkräften überlegen waren. Außerdem kämpften auf englischer Seite regierungstreue schottische Clansmitglieder. Die offene Feldschlacht dauerte ungefähr 45 Minuten und die Clanarmee wurde nahezu vollständig aufgerieben. Auf Befehl Cumberlands wurden die verletzt auf dem Schlachtfeld liegenden Soldaten mit dem Bajonett erstochen, Frauen und Kinder wurden ebenfalls getötet, Gefangene wurden exekutiert oder inhaftiert oder auch nach Übersee deportiert. Die siegreichen Engländer drangen auf der Suche nach den flüchtigen Stuart-Prinzen, plündern, vergewaltigen und brandschatzen bis tief in die Highlands ein. Aufgrund der großen Brutalität, mit der Cumberland seine Truppen agieren ließ, erhielt er in Schottland den Namen der Schlechter.
Zu Beginn des Siebenjährigen Kriegs übernahm Cumberland auf Wunsch Friedrich des Großen den Oberbefehl über die englischen Hilfstruppen. Cumberland entpuppte sich als Militär auf deutschem Boden als absoluter Versager. In Inverness, wir machen jetzt einen kleinen Stadtbummel. Das Kastell. Spaziergang in Inverness. Schöner Blick vom Fort aus. Diese Statue zeigt Flora MacDonald. Sie half dem Prinzen Charles nach der Schlacht von Culloden zu entfliehen und ging später nach Amerika. Auf unserem kleinen Spaziergang kommen wir an diesen wunderschönen alten Bücherladen in der Nähe der Freien Kirche. Nach dem Besuch des Antiquariats gehen wir in die Kirche und von Schottland die Old High Stephens Kirche. Auf dem Friedhof findet man uralte Grabsteine. Und weiter geht unser kleiner Spaziergang in Inverness. Wir beenden nun unseren kleinen Spaziergang in Inverness und schlendern zum Campingplatz. Wir besuchen jetzt die Kathedrale. Unser heutiger Campingplatz.
Heute ist Sonntag, der 24. Juli 2016. Man merkt, wir werden verwöhnt. Es gibt Joghurt, Kuchen, Eier und noch Birnen. Heute steht eine Rundfahrt auf dem Programm. Es geht in den hohen Norden und zum nördlichsten Punkt der Reise. Das ist gerade Ebbe. Also diese ganzen Fjorde, die unterliegen natürlich den Gezeiten. Bei diesem wundervollen Baum und dann geht's weiter. Die typischen Highlands. Baumlos. Was wir hier sehen, ist die typische Landschaft der Highlands, ein Moorgebiet. Das Weiße ist Wollgras. Das ist Wollgras. Eine Orchidee. Winzig klein, aber schön. Noch ein winziges Blümlein. Es geht weiter! Noch ein Blick zurück und dann geht's weiter. Im Englischen gibt es ein Wort für Gras, das heißt Turf. Ja, Turf, also daher ist es verwandt, also das kommt von Gras. Weil eben Pflanzen reden. Wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang zu einem Wasserfall gemacht. Eine grandiose Flucht. Die Brücke schwankt fürchterlich. Come on and be here.
Brücke, über die wir vorhin gekommen sind. Noch ein Blick zurück zur Brücke und dann fahren wir wieder weiter. In der Ferne Ullapool. Das war und weiter geht unsere Reise. Tausende von Fuchsien. Ein Vorgartenzwerg. Und noch ein Vorgartenzwerg. Haben wir ein Glück. Einmal in der Woche kommt eine Fähre und wir haben sie jetzt auf dem Bild. In Ullapool am Hafen. Ullapool. Im Norden von England. Wir sind hier am nördlichsten Punkt unserer Reise angelangt. Von hier aus gehen die Verbindungen zu den Shetland-Inseln. Auf dem Rastplatz sehen wir diese Uralmaschinen. Das sind russische nachgebaute BMW. Als die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg die BMW-Pläne mitgenommen haben, konnten sie diese nachbauen. Im Grunde genommen sind es alte Wehrmachtsmaschinen auf neue Art gemacht. In dem Kasten vorne, da wurde früher die Munition mitgeführt. Und der Beiwagen hatte ein Maschinengewehr aufgepflanzt. Ja, entlang, ein kleines Stück noch. Und dann gehen wir wieder etwas ins Landesinnere rein. Und Fotostopp. Blick auf Ullapool. Wir machen jetzt eine kleine Wanderung. In grauer Vorzeit haben sich hier die Landmassen von Amerika und Europa aufeinander geschoben und das Aufgefalte.
Damit gehört dieses Gebirge zu den ältesten Gesteinsformen in Europa. Wir machen jetzt eine kleine Wanderung. Vom Wanderweg aus hat man wieder eine tolle Aussicht. Es geht stramm bergauf. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht. Ganz unten steht unser Bus. Noch ein kleiner Blick und dann geht's wieder zurück. Hier geht's sehr steil bergab. Ein Blick zurück. Solange der Torf nur gestochen wurde, so für den normalen Haushaltsbrand, war das kein Problem. Aber in diesen Gegenden, wo es viel Torf gibt, gibt es auch Torfkraftwerke. Und da enge Sträßchen. Auf unserer Rundreise kommen wir am Carbisdale Castle vorbei. Da das Eisen geschmolzen haben, haben die Bäume abgeholzt hier rundherum, um ihr Eisen da zu schmelzen, um das Feuer zu machen. Der Ort, durch den wir gerade gefahren sind, heißt Donaubridge. Auf der anderen Seite von Donaubridge liegt Ardguy. Heute ist Montag, der 25. Juli 2016. In der Nacht hat es geregnet, gestern Abend besonders stark. Da mussten wir sogar das andere Zelt noch aufbauen. Aber heute Morgen ist es trocken. Wir fahren heute nach Edinburgh. Das sind ungefähr 400 Kilometer. Also ein bisschen Regen gehört ja dazu hier in dieser Reise. Da haben wir es wirklich gut erwischt bisher. Edinburgh ist unser Ziel. Inzwischen halten wir noch mal an beim Blair Castle. Ich schätze mal so in etwa 2 Stunden, dass wir dort sind. Durch schöne Landschaft geht es wieder Richtung Heimat.
Klage beinhalten und so seltsame Titel wie zu deren Melodie auch Ausländer kennen, weiß durch die Darbietung militärischer Dudelsackkapellen bekannt ist. Wir sind jetzt im Ballsaal. Nach dem Rundgang im Schloss gehen wir jetzt in den Park. Im Garten ist ein Riesenheerlager von Pfadfindern. Im Park findet ein internationales Pfadfindertreffen statt. Der Herkules wurde 1743 vom zweiten Duke of Atoll hier aufgestellt, nach einer Kopie vom Farnesischen Palast in Rom. Im Park des Schlosses stehen wunderschöne Bäume. Im Park steht auch Diana, Göttin der Jagd von 1743. Sie steht jetzt seit 1893 auf diesem Platz. Nach dem großen Sturm wurde sie hierher versetzt. Im Parkhaus hat man schöne Ausblicke auf das Land. Auf unserem Rundweg kommen wir an diese verfallene Kapelle mit einem kleinen alten Friedhof. Nochmal ein kleiner Blick auf das Schloss und dann geht es weiter.